Moin, hier ist Tim vom Kleverhof. Tomaten sind Lichtkeimer. In diesem Video zeigen wir dir, was du dabei beachten solltest. Wie wichtig ist also das Licht bei der Keimung unserer Tomatensämlinge? Dauer, Intensität und Wellenlänge. Dazu haben wir wissenschaftliche Studien ausgewertet und neue Erkenntnisse bekommen, die du so noch nirgendwo gelesen hast. Außerdem haben wir einen einfachen Testaufbau gemacht. Und bei dem Ergebnis mit diesem Lichttest haben wir auch eine Überraschung erlebt. Und das ist wie immer nicht nur für Hobbygärtner interessant, sondern auch für Experten. Ja, herzlich willkommen zu einem Fachvideo über den Zusammenhang von Licht und Keimung von Tomatensaatgut. Für unseren Test nehmen wir die Sorte Striped Sweetheart Dark. Diese Sorte hat nicht als schnellstes gekeimt, aber auch nicht als langsamstes. Die Keimfähigkeit war gut, es sind aber auch nicht alle Körner gekommen dieses Jahr bei der Sorte. Und das ist eine typische Durchschnittssorte, die wir hier benutzen werden. In der Tüte sollen eigentlich 12 bis 14 Körner sein und hier sind ja schon mal 18 drinne. Da muss ich wohl mal besser zählen. Für unseren Versuch haben wir die Saatkörner in 4 verschiedenen Tiefen versenkt oder auch nicht versenkt. 40 mm, 20 mm, 3 mm, das ist Saatkorntiefe, und 0 mm. Die Saatkörner werden nicht mit Erde bedeckt. Das Wichtigste, was wir hier schon mal beachten müssen, ist ausreichend Pflanzenlicht. Und das wissen wir auch alle. Und Sämlinge benötigen mehr Licht als ausgewachsene Pflanzen. Das sind bei Tomatensämlingen mindestens 14 bis 16 Stunden am Tag. Das heißt jetzt nicht, dass bei 8 Stunden gar nichts aufläuft, es dauert nur länger. In dieser Tüte waren jetzt 13 Körner drin. Wir empfehlen bei Aussaat vor März zusätzliche Lichtquellen für dein Tomatensaatgut. Ab März reicht eigentlich das Tageslicht. Aber da gibt's in diesem Video nachher noch eine Menge Infos zu. In diesem Versuch säen wir daher am 31.04. aus. Und das entspricht in unseren Breiten etwa 15 Stunden Tageslicht. Und damit stellen wir unseren Tomatensämling in diesem Versuch ausreichend Tageslicht zur Verfügung. So, nun muss das Licht noch in den Boden eindringen. Das Ganze lässt sich auch berechnen und dafür sind Koeffizienten wichtig. Auf die möchte ich aber nicht weiter eingehen. Das könnt ihr in den verlinkten Studien nachlesen. Auch diese Tüte hatte 13 Körner. Diese Tüte hat 14 Körner. Wichtig ist, dass zum Beispiel lockerer Boden lichtdurchlässiger ist als lehmiger Boden. Auch eine Zugabe von Wasser verändert die Eindringtiefe von Licht. Frisch gefallene Blätter auf dem Boden können die Keimung von Saatkörnern beeinflussen. Zum Glück kommt das in unseren Saatschalen eher weniger vor. In diesem Test haben wir Aussaaterde verwendet. Und wie kommen wir jetzt genau auf die verschiedenen Tiefen, in denen wir die Saatkörner einsetzen? Nun, es gibt bereits Studien für andere Pflanzen zum Thema Saatkorntiefe und Keimung. Und hier gibt es Sprünge bei 4, bei 6 mm, auch bei 10 oder 15 mm. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Und zwar geht es um die Videoplattform Watch Better. Es ist die deutsche Alternative zu YouTube. Es ist eine nachhaltige Plattform. Sie ist unten verlinkt. Und alle unsere Filme sind dort ebenso zu sehen wie auch auf YouTube. Wenn du uns in einer Videoproduktion unterstützen möchtest, würden wir uns freuen, wenn du uns dort abonnierst. Vielen Dank. Zurück zu den Saatgutschalen. Sonntag, den 31.04. haben wir ausgesät. Heute ist Donnerstag, der 4.05.
Wir schauen mal, was dort alles keimt. Tja, wir sehen hier bei 0 mm, da keimt eine Sorte. Und auch bei 3 mm, also Saatkorntiefe, da fängt es an zu keimen. Nach 4 Tagen. Schauen wir uns jetzt mal die Lichtwellenlängen an. Und Tomaten keimen bei Rotlicht am besten. Auch die frühe Wachstumsphase von Tag 0 bis Tag 8 ist mit 680 Nanometer am erfolgreichsten. Wenn deine Keimlinge nun in den ersten Tagen nicht wirklich wachsen wollen, dann könnte auch zu wenig Licht das Problem sein. Grünes Licht, so um 550 Nanometer, wird von den Pflanzenzellen eher sehr schlecht aufgenommen und größtenteils sogar reflektiert. Ja, wie wir diese Grafik sehen, ist das Tageslichtspektrum morgens und abends für unsere Sämlinge und Keimlinge höchst interessant. Und bei unserer frühen Aussaat haben wir die Morgens- und die Mittagssonne komplett mitgenommen. Bei der späten Aussaat natürlich alles, das komplette Spektrum morgens, mittags und abends. In der Keimungsphase hat die Bestrahlung mit einer Wellenlänge von 680 Nanometer im Vergleich zu anderen Wellenlängen die größte Wachstumsrate. Insbesondere Tag 0 bis 8. Sogar größer als die Keimung unter direktem Sonnenlicht. In der vegetativen Phase Tag 19 bis 53 ist eine Bestrahlung mit der Wellenlänge von 680 Nanometer wirkungslos. Zurück zum Test. Ja, und am 5.5. keimt auch schon eine Tomate aus der Tiefe von 20 mm. Das scheint ja gut zu klappen mit der Aussaaterde und dem Licht. Warten wir mal ab. Ja, am 7.5. da kommen die Tomaten in Saatkornstärke, eingesetzt 3 mm, massiv raus. Und wir haben noch eine weitere auf 20 mm. 40 mm ist noch nichts gekeimt. Auch da schauen wir mal, was da noch kommt. Elfter, fünfter und eine zweite Tomate bei den Körnern, die oben drauf liegen. Und wir sehen ein Saatkorn, was gerade keimt. Und das schauen wir uns mal etwas genauer an. 15.5. eine weitere Pflanze bei den Saatkörnern, die oben drauf liegen. Und auch ein weiteres Saatkorn, was gekeimt hat. Und das ist ähnlich wie das Korn vom 11.5. Es liegt oben drauf, der Keimling ist rausgeschlüpft und es kann sich einfach nicht mit dem Boden verwurzeln. Und auch die nächsten Tage werden wir das Phänomen weiter beobachten können. Die Tabelle zeigt uns, wie viele Tomaten wir bei den entsprechenden Tiefen an den Tagen mit Keimerfolgen zählen. Die Körner, die wir in Saatkornstärke in 3 mm Tiefe ausgesät haben, die keimen so, wie wir es bei unseren Tomaten gerne hätten. Und dort sind auch alle Körner aufgelaufen. In der Tiefe von 20 mm sind nicht alle Körner aufgelaufen. Und im Großen und Ganzen keimte es auch in dieser Tiefe etwas später. In der Tiefe von 40 mm ist dann auch gar nichts mehr aufgelaufen. Interessant ist es jetzt bei den Körnern, die einfach oben drauf liegen. Die haben zwar alle gut gekeimt, aber die meisten Körner konnten sich gar nicht mit der Erde verwurzeln. Und die Keimlinge sind abgestorben. Von unseren 14 Körnern haben wir daher nur 3 Pflanzen bekommen. In diesem Video hast du also viel über Keimung, Sämlinge und Licht erfahren. So, dann diskutieren wir mal die Ergebnisse und teile uns deine Beobachtung gerne auch mit. Aus Studienergebnissen wissen wir, dass das Wachstum von Tomatenpflanzen abhängig von der Wachstumszeit unterschiedliche Wellenlängen erfordert. Sämlinge und Keimlinge bis zum 8. Tag brauchen mehr Licht. Idealerweise 14 bis 16 Stunden. Die Eindringtiefe von Licht in die Erde ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Und in unserem Test haben wir Folgendes beobachtet. Je tiefer die Saatkörner in der Erde stecken, desto weniger laufen auf und desto länger dauert es. Und wenn sie oben auf der Erde liegen, gibt es Schwierigkeiten bei der Wurzelbildung.
3 bis 5 mm ist bei Tomaten ideal. Bei unserer Tomatenvielfalt haben wir jedes Jahr Tomaten, die etwas länger zum Keimen brauchen. Und das sind jedes Jahr andere Sorten. Es kommt vor, dass sich Kunden bei uns beschweren, dass eine Sorte nicht aufläuft oder dass, wenn sie aufgelaufen ist, dass sie sich überhaupt nicht entwickelt, dass sie gar nicht wächst. Und wir schauen bei uns in die Saatschalen und da ist alles prima. Es könnte sich also um eine Sorte handeln, die eh schon schlecht keimt, die du etwas zu tief in etwas zu feste Erde eingesetzt hast und die nur 10 Stunden am Tag Licht bekommt. Wenn du viel aussehst und die Sachen hier in diesem Video beachtest, dann sind wir uns sicher, dass es bei dir besser klappt. Und hier nochmal unsere Schale mit den Tomaten am 31.05. aufgenommen. Ja, und ich sehe da im Hintergrund Jungpflanzen in beige-grauen Töpfen. Wir stellen langsam auf diese Topfarbe um. Dazu haben wir oben ein Video verlinkt über Töpfe vom Kleverhof. Und in meinem Kommentar bei dem Video, da erfährst du auch, warum wir unsere Topfarbe von schwarz auf beige-grau umstellen. Wir freuen uns, wenn dir das Fachwissen über die Tomate wieder gefallen hat und bedanken uns fürs Zuschauen. Vielen Dank, dein Kleverhof-Team.